Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal möchte ich euch zeigen, wie ihr Ableitungen von E-Funktionen berechnen könnt, anhand von drei Beispielen. Das ist so das Wesentliche, was euch fürs Abitur irgendwie passieren könnte. Schauen wir uns also einfach mal diese drei Beispiele an. Fangen wir mit f an. F von x ist gleich e hoch 2x plus 3. Wenn wir das jetzt ableiten wollen, dann sehen wir halt hier so eine Art Kettenregel. Das heißt, wir haben prinzipiell sowas wie v von u von x, wobei eben v gleich e hoch x ist. Und die Ableitung von e hoch x ist e hoch x. U ist dann 2x plus 3 und die Ableitung von u ist 2. Das heißt, wenn wir das Ganze ableiten wollen, haben wir v' von u von x mal u'. Das heißt, wenn wir das jetzt wieder zusammenpuzzeln, haben wir also e hoch u 2x plus 3 und das Ganze mal 2. Anders aufgeschrieben, also 2 mal e hoch 2x plus 3. Wenn wir das also noch ein weiteres Mal ableiten wollen, kommt ebenfalls nur dieser Faktor 2 dazu. Wir können das aber ruhig nochmal durchrechnen. Haben also hier wieder v ist gleich e hoch x. V' bleibt e hoch x. U ist 2x plus 3. U' ist auch wieder 2. Und den konstanten Faktor, der halt hier steht, können wir einfach davor ziehen. Das heißt, wir haben nun 2 mal 2 mal e hoch 2x plus 3. Und sehen also, wenn wir noch ein drittes Mal ableiten wollen, kommt hier einfach immer nur Faktor 2 hinzu. So, was kann noch passieren? Es könnte halt ein etwas komplizierteres Polynom im Exponenten stehen und es könnte eben mit einem weiteren Polynom, in diesem Fall einfach nur erstmal zur Veranschaulichung mit x multipliziert werden. So, das heißt, wir haben einmal eine Produktregel. Dadurch, dass wir hier v mal u haben. V ist also gleich e hoch x² plus 2x plus 1. V' können wir jetzt direkt erstmal nicht sehen, weil da noch eine Kettenregel ist. U ist x und u' ist 1. So. Für die Kettenregel sagen wir wieder, das ist v von u von x. Wenn euch das stört, könnt ihr auch gerne andere Buchstaben nehmen, statt v und u sowas wie a und b. Dass ihr sagt, a ist dann e hoch x, a' ist die Ableitung von e hoch x, die eben konstant ist, b ist x² plus 2x plus 1 und b' ist dann 2x plus 2. Das heißt, wenn wir die Ableitung v' berechnen wollen, puzzeln wir das jetzt also wieder zusammen. V' ist gleich, wie hier schon gesagt, jetzt haben wir nur nicht mehr v' und u', sondern wir brauchen hier unser a', was e hoch das ursprüngliche ist, x² plus 2x plus 1, mal das da, wichtig, Klammern setzen, und dann ist das also unser v'. Das heißt, wenn wir jetzt hier unten g' berechnen wollen, brauchen wir zunächst die Produktregel hierfür. Produktregel sagt, wir leiten erst
Also sowas wie V' mal U plus U' mal V. Das wollen wir haben. Und das machen wir, indem wir jetzt einfach hier nur abschreiben müssen. E hoch x Quadrat plus 2x plus 1 mal 2x plus 1. Das ist also mein V-Strich. Das rechne ich mal U plus U-Strich war einfach nur 1 mal V. Also e hoch x Quadrat plus 2x plus 1. Genau, jetzt, wenn ihr das für eine Kurvendiskussion beispielsweise nochmal ableiten sollt, empfiehlt sich dafür, das Ganze zusammenzufassen. Das geht immer dadurch, dass bei der Kettenregel dieser Term halt immer bleibt, ist er wirklich in jedem Faktor drin. Das heißt, ihr müsst wirklich nur noch zusammenziehen. Also ihr könnt dann immer e hoch x Quadrat plus 2x plus 1 ausklammern. Und dann eben alles andere zusammenwerfen. Also 2x plus 1 mal x plus 1. So, jetzt sieht natürlich dieser Ausdruck noch nicht so schön aus, deshalb können wir das hier nochmal zusammenfassen. Da haben wir dann e hoch x Quadrat plus 2x plus 1 mal 2x Quadrat plus x plus 1. Genau, das könnten wir jetzt eben nochmal mit Hilfe von Produkt- und Kettenregel entsprechend ableiten. Aber das erspare ich euch jetzt. Stattdessen schauen wir uns lieber h von x an. Da können wir erstmal Potenzgesetze berechnen oder betrachten. Also, wir wissen prinzipiell a hoch b mal a hoch c ist das gleiche wie a hoch b plus c. Wenn wir das jetzt hierauf anwenden, wissen wir, dass h von x das gleiche ist wie e hoch 2x plus 3 plus x Quadrat plus 2x plus 1. Das heißt, wir können das hier einfach zusammenfassen. Zu e hoch x Quadrat plus 4x plus 4. Und jetzt ist es, wenn wir das ableiten wollen, wieder nur eine simple Kettenregel, ja genau, Kettenregel. Das heißt, wir haben mit e das Äußere, was wir einmal ableiten müssen. Das bleibt e hoch x. Dort müssen wir das erstmal übernehmen. Haben also x Quadrat plus 4x plus 4 und rechnen dann mal die Ableitung. X Quadrat abgeleitet sind 2x, 4x abgeleitet sind 4 und 4 abgeleitet ist 1. Das heißt, wir haben dann so einen Ausdruck. Und dann haben wir entsprechend die erste Ableitung fertig. Wenn wir jetzt die zweite Ableitung nochmal berechnen wollen, haben wir hier eine Kettenregel und zuerst die Produktregel, die wir halt anwenden müssten. Das sind so im Wesentlichen die Fälle, die vorkommen. Meistens, wenn man jetzt ganz böse ist, kann man auch statt dem Polynom im Exponenten noch irgendeinen Wurzelausdruck oder so reinpacken. Aber meistens hat man halt eine Kettenregel verknüpft mit einer Produktregel, die irgendwie auftaucht.